Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Mario Galaxy. Der Gourmet Luma wartet hier schon sehnsüchtig nach uns. Und ja, mal schauen, wie viel der diesmal an Sternteile braucht für eine Zusatzgalaxie hier. Wir haben ja 600 noch was oder so Sternteile, so um die 600. Okay, er braucht 400, okay. Wir haben auf jeden Fall genügend, das ist perfekt. Wo frisst er das alles hin, frage ich mich. Okay. Was spuckst du diesmal aus? Beim letzten Mal war es ja diese Keksfabrik-Galaxie gewesen. Da gehen wir natürlich direkt, ne? Gehen wir direkt zur Galaxie. Mal schauen, was uns diesmal erwartet. Kokon-Asteroiden-Galaxie. Fliege mit Kleberkokons. Okay. Dann machen wir das mal. Oh. Oh, oh, shit. Oh, 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 oh. Pff. Okay. Oh, gut. Das könnte eventuell etwas schwierig werden. Oh, diesmal habe ich wirklich das Gefühl, dass ich hier so drauf gehen werde irgendwie. Wenn das schon so aussieht. Ja, wie ich es gesagt habe, ne? Fängt ja schon mal sehr gut an. Ist das beschissen, ey. Oh nein. Ich habe ja jetzt schon richtig Bock drauf. Ach, Mann. Weil man muss hier richtig zielen. Das ist halt so beschissen. Oh nee. Soll ich denn das machen jetzt, ey? Wann ist das mega beschissen? Boah, okay, hat noch gezählt. Das One-Up ist mir ein bisschen zu heikel. Nee, wobei, das könnte ich mir eigentlich ja schon theoretisch erholen. Hä? Warum hat er sich nicht drangehangen? Hallo! Genau das meine ich. Diese Klebeteile kann ich überhaupt nicht ab, weil man so krass zielen muss. Man kann auch nicht einfach so wirbeln, um einfach Glück zu haben, dass das einfach hier funktioniert. Das ist mega beschissen, ey. Boah. Oh, nee. Ich will einfach nur ganz normal hier durchkommen. Digga, das ist ja mega belastend. Ja, ey, komm. Ja. Ja. Ich habe es im letzten Part ja schon am Anfang schon gesagt. Es könnte jetzt so langsam interessant werden, wo ich jetzt sehr oft sterben werde. Und dieser Moment ist jetzt so langsam gekommen. Ach, Mann, Alter. Das ist doch, das ist, ey. Diese Klebeteile sind so zum Kotzen. Ohne Witz, ey. Das ist so lächerlich. Willst du das richtig da durchschaffen, wenn diese scheiß Kanonen kommen? Und dann dreht sich hier noch was. Wie willst du da richtig zielen? Dann wird das so langsam abgefeuert. Was soll denn das? Hallo, ich will mal durch. Ich warte immer noch auf den richtigen Moment. Ich habe wieder nicht richtig getroffen. Es ist so ein Schmutz. Es ist... Ne, ich mach das später. Das ist mir echt zu blöd. Das ist mir echt zu blöd. Ich versuche es jetzt noch einmal... Wenn ich es nicht gebacken kriege, dann mache ich das irgendwann später, weil das ist mir zu doof jetzt irgendwie. Das ist mir einfach zu doof. Ja, nee, komm. Nee, das war's. Nee, mache ich später. Das ist mir einfach zu blöd, ey. Was ist das für ein scheiß Abfuck? Welcher Praktikant von Nintendo dachte sich so, ja, das ist eine gute Idee, sowas einzubauen? Nee, das mache ich irgendwann später. Da hab ich gerade echt keinen Nerv drauf, Alter. Real Talk. Das mache ich irgendwann später, weil das ist mir einfach zu viel des Guten. Wenn das jetzt schon so langsam anfängt, hier richtig abfacken zu wirken, mache ich das irgendwann später. Ja, moin. Ja, setz mich doch gleich so weit zurück ins Nevada am besten. Naja, gut. Machen wir einfach normal weiter, das ist mir einfach zu blöd. Oh, hoffe, dass ich das irgendwann wieder machen kann. Naja, mal schauen.
Nee, ich hätte normal weitermachen sollen, das wäre besser gewesen. Der, ey, 5 Minuten. Ey, 5 Minuten Zeitverschwendung, ey. Kostbare Zeit ging einfach verloren. Ich versuche hier noch. Hä, bin ich komplett dumm? So, und die restliche Zeit werde ich jetzt einfach jetzt hier aktuell in dieser Galaxie die 2 Sterne holen. Und dann schleiche ich in die Riesenfestung. Ja, genau das machen wir jetzt. Und dann gehen wir dann zu einer neuen Galaxie, würde ich erstmal hier behaupten. Erstmal ist hier an dieser Stelle. Okay, wir brauchen erstmal die Bomben erstmal, das ist schon mal klar. Ja, oh, geil geworfen. Okay, meiner weniger, da, ich glaube, das geht nicht, oder? Nee, das ist viel zu weit. Ach, die drehen sich auch ein bisschen, hab ich so gerade so gesehen. Ich will nicht getroffen werden, ey. Ja, okay. Soweit so gut, ne? Aber ohne jetzt die ersten 5 Minuten, das war ja mega Verschwendung, ey. Aber ich habe schon damit gerechnet. Vielleicht mache ich das irgendwann später oder so, keine Ahnung. Weil das ist... Nee. Das ist schon richtig Abfuck schon, habe ich so schon das Gefühl. Oh nein! Wo waren jetzt hier so eine... Ach, hier. Oh, nein, ja, das sieht gut aus. Okay, perfekt. Alle wieder zerstören hier. Okay, weil wir müssen wieder hier wieder ein paar Sternteile hier wieder sammeln für den Gourmet-Loma. So, ich habe so rum die 70 Stück. Bist du mit 50 zufrieden? Okay, 30 geht auch. Haben wir uns in der Mitte getroffen, passt. So, dann wieder ein kleiner Zusatzplanet wahrscheinlich. Ah, okay. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt noch an das noch erinnern konnte oder so. Ich glaube, da hat man, glaube auch einen Stern bekommen, glaube ich. Das ist eine Sackgasse. Du bist in der Mülldeponie. Aber wer... Jemand hat hier nicht brennbare Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mitte gebe, machst du dann hier sauber. Ja, okay. Oh, danke, danke. Yep. So, und das natürlich auf Zeit, war ja irgendwie klar. Och nee, bitte geh kaputt. Oh nein. Ja, ey, komm. Was soll denn das? Endemann. Mach du doch die Scheiße. Warum soll ich das machen? Wie schnell soll man das denn sonst... Wie schnell soll man das noch machen? Hallo, dreh dich doch nicht die ganze Zeit im Kreis. Was bist denn du, Alter?
Oh, dankeschön. Oh, das war wieder so knapp, ey. Ja. Gib mir einen Stern und gut ist. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das jetzt ein geheimer Stern ist oder so. Oder so ein Zusatzstern oder so. Das weiß ich jetzt halt nicht. Oh, Mann, Alter. Nee. Auf jeden Fall war das kein Hauptstern gewesen. Die Mülldeponie der Riesenfestung. Okay. Weil der Hauptstern, wo ich ja eigentlich hier hin musste, war ja irgendwie zur Riesenfestung zu gelangen oder so, glaube ich, so war das. Und das war jetzt nur so ein Nebenstern gewesen. Aber ich weiß jetzt halt nicht, ob das jetzt so ein Geheimstern oder so ist. Das weiß ich halt so gar nicht irgendwie. Naja. Dann gehen wir jetzt halt zur Riesenfestung. Naja, haben wir ja schon alles gesehen. Machen wir das mal ein kleines bisschen schneller. So, um dann was anderes zu reden, weil sonst wird das die ganze Zeit hier stumm, wollte ich ja noch was noch auf dies, na, beziehungsweise wollte ich halt noch auf was hinweisen, was ich ja schon so ein kleines bisschen noch im LP noch erwähnt habe. Und zwar, das LP wird zwar, denk mal, mehr als 29 Parts gebrauchen, aber ich werde zwar so alles mitnehmen, so was ich kriegen kann in dem LP, also sei es Sterne oder Kometen, okay, außer den lilanen Komet, weil die 100 Münzen einzusammeln, finde ich irgendwie im LP einfach langweilig. Ich würde es einfach im LP machen, halt, das einfach ganz normal durchspielen, so viele Sterne wie möglich mitnehmen. Und sobald ich es im LP halt durchgespielt habe, würde ich versuchen, den restlichen Kram, eventuell mache ich 100%, aber das weiß ich noch nicht, würde ich danach, nach dem LP-Ende, würde ich das Game dann streamen. So, da können wir uns dann auf alles dann ruhig ganz normal konzentrieren und so. Und ja, das sei es eigentlich schon gesagt. Was ich eigentlich sagen wollte. Also wie gesagt, ich spiele das Game halt ganz normal durch. Und ja. Wenn ich das Game halt normal durch habe, wird sich dann im Stream dann ganz normal auf die anderen Sachen halt konzentriert. So auf irgendwelche anderen Sterne, wie zum Beispiel geheime Sterne oder so. Oder an irgendwelchen Sternen, wie zum Beispiel bei dem Gomeloma, wo ich im letzten Part einfach nur verkackt habe und danach nach 5 Minuten keinen Bock mehr hatte. Zum Beispiel solchen oder so. Weil ich keinen Bock habe dann im LP, okay, dann gibt es halt mal Stellen oder so, wo man halt mal cutten muss, so. Aber gerade bei Stellen, wo ich halt wirklich nicht weiterkomme, das lasse ich dann nach einer Zeit oder so. Und würde das dann in einem Stream, würde ich halt versuchen. Weil weil im Stream ist es dann halt quasi dann egal, da kann man eh nichts cutten. Und da kann ich mir halt schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, was das angeht. Also, da wisst ihr dann schon mal Bescheid, wie es dann weiter ablaufen wird. Oh, Alter, jetzt habe ich für einen kurzen Moment Schiss gehabt, ey. So. Na, in den Streams halt alles normal. Und komme ich da irgendwie sonst nicht dran oder was? Oder, hä? Ja, warum war das so klar? Oder, hä? Oh, cool. Okay, hier nochmal ein paar Münzen noch dabei. Hier auch noch wahrscheinlich. Ah, nee, Sternteile diesmal. Ich glaube, ich müsste
zur Röhre, weil sonst komme ich ja, glaube ich, eh nicht weiter, bestimmt. Ich glaube, zu dem Schalter in der Mitte komme ich, glaube ich, eh nur hin oder so, wenn ich irgendwie nochmal in dem Bereich bin. Ach, irgendwie, ach, ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie das so genau war. Ah ja, genau. Aber ich muss zum Luma drauf schießen. Hä? Achso, weil ich B gedrückt habe. Ich muss wahrscheinlich Y oder so drücken oder so. Ah nee, A, ich bin blöd. Und das hat jetzt was gebracht? Okay, das hat sogar gereicht. Perfekt. Nochmal schießen. Achso, ich habe den Luma nicht getroffen. Okay. Dann machen wir das halt nochmal. Als ob ich ihn wieder nicht getroffen habe. Bin ich so lost oder was? Anscheinend. Also ich fühle mich hier überhaupt nicht verarscht, ne? Dankeschön, das sah wieder so knapp aus. Okay, dann nochmal. Weil es so schön war. Nochmal. Jo, im Hintergrund geht auf einmal so alles kaputt. Ah, hier geht's auch zum Stern. Hä, aber wofür dann dieser Pilz, wenn hier schon der Stern ist? Hä? Das irgendwie verstehe ich das jetzt gerade gar nicht. Wofür? Also ich erwarte zwar irgendwie in den nächsten Sternen so auch so langsam so eine Bossfight, weil sonst hätte ich jetzt auch nicht diesen Pilz bekommen so. Aber hä? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Oh, da muss ich mich jetzt wieder ein bisschen beeilen. Okay. Ah, hier ist sogar noch ein One-Up. Ja, ich höre schon den Stern. Oh, okay. Ah, ich warte nochmal lieber kurz. Auf den richtigen Moment. Okay. Perfekt. Aber wofür der Pilz? Wofür der Pilz? Es war irgendwie jetzt hier gar kein Bossfight irgendwie gewesen. Aber warum dann schon dieser Pilz schon? Hä? Okay, es gibt auch so Bosse, aber die werden wahrscheinlich vom Spiel nicht alle als Boss gezählt oder so. Irgendwie. Weil man ja nicht immer diesen Pilz bekommt, wo man mehr aushält. Aber warum habe ich den bekommen? Beziehungsweise warum konnte man den sich dann mitnehmen, wenn hier eh keiner ist? Hä? Also das habe ich jetzt irgendwie so gerade nicht so richtig verstanden. Aber okay. Das haben wir. Hier noch ein Stern. Ich würde schon gerne wissen, was irgendwie noch auf mich wartet oder so. Ich weiß nicht. Aber wir machen mal hier noch den einen Stern. Und dann, wenn ich gefühlt keine 10 Stunden brauche für den Stern, werde ich dann zu einer neuen Galaxie gehen, noch in diesem Part. Falls er nicht zu lang wird. Aber okay, machen wir erstmal den hier. Die Bedrohung. Okay, wenn sich das schon so anhört, muss hier ein Bossfight sein. Ah, wenn ich schon diesen kleinen Gegner schon sehe. Ja, es wird, glaube ich, jetzt bei dem Stern safe ein Bossfight kommen. Ja, das spüre ich schon, ja. Och ne, diese Maulwürfe. Ja, natürlich. Achso, ich habe keine Mini-Sterne. Sonst hätte ich jetzt auf ihn gefeuert. Aber gleich habe ich welche. Perfekt. Hä? Achso. So. Und du auch noch am besten? So. Ah, hier geht's weiter. Alles klar.
Ah ne, okay, die Plattform bewegt sich, das ist gut. Hier muss ich zum Glück nur ganz kurz ausweichen. Ja. Ah, genau, hier gibt es noch so einen Pilz. Komm, verzieh dich. Perfekt. Lul. So, jetzt hätte ich gerne den Pilz, weil ich keinen Bock habe, direkt zu sterben dann. Wenn es dann gleich soweit ist. Hä? Achso. Der Luma spricht mich an, okay. Vielen Dank. Zur Belohnung zeigt dir eine Abkürzung. Verwandlung. Sag sonst der Gourmet-Luma, aber okay. Erstmal ein Spruch geklaut. Man kennt es. So, ist in den Kisten irgendwas drin? Ah, okay, hier ist eine Röhre. Sternteile. Und eine Münze. Okay. Soweit, so gut. Ah, jetzt kommt erstmal so eine Gravity-Passage. Ich glaube, hier kann man es jederzeit auch umändern. Ja. Ja, das ist auch gut, wenn man mal hier so eine Möglichkeit hat, immer die Gravitation auch immer jeweils zu ändern. Na, erstmal eine kleine 2D-Passage. Das war mir dann doch ein bisschen zu heikel gewesen. Na, ich mache mal doch mal ganz normal wieder weiter. Sag mal, es fühlt sich zwar an wie 2D, aber irgendwie ist auch ein bisschen 3D vorhanden. Sag mal einfach 2,5D. Ist besser. oh. Chill, chill, chill. Ah, ich glaube, hier muss ich ein bisschen mit der World Battle-Attacke ein bisschen arbeiten. Bevor ich hier mal die Lava treffe. So, jetzt geht's wieder nach oben. Hier war ein One-Up. Hätte ich mir theoretisch auch holen können. Habe ich jetzt doch mal doch gemacht an der Stelle. Ah, ne, achso. Oh, okay. Nein. Oh. Na komm. Achso, man kann hier nicht so wirklich einen Weitsprung machen, okay. Weil ich gerade einen Weitsprung machen wollte und das sah irgendwie gerade nur komisch aus. Wahrscheinlich geht das nur gerade nicht so richtig dich in dieser Passage. Okay. Okay. Weg mit dem Gumba. Nee, ich konnte hier doch mal springen. Ah, nee, nee, nee. Da will ich mich nicht einquetschen lassen. Da warte ich mal doch lieber mal ganz kurz. Nee, nee, das war wieder falsch. Nein! Ich mache einfach denselben Fehler nochmal. Und ich könnte halt einfach auch nur durchlaufen. Na okay, einfach so halt, ne? Ja, okay, hätte ich auch im First Try auch schaffen können. Ey, ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte mich wirklich löschen gehen, ey. Ohne Witz. Das ist ja wirklich lächerlich. So. Hatte ich vorhin, bevor ich gestorben bin, überhaupt so einen Pilz genommen oder so? Falls ja, wird das ja jetzt ein bisschen schwieriger jetzt hier mit dem Boss, ne? Aber wie bei diesen Gegnern hier, die hier kommen, diese Minigegner, ist bei dem Boss auch dasselbe Prinzip. So, ich schau gerade, ich habe jetzt schon 26 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich davon was cutten soll. Aber bis jetzt habe ich jetzt keinen Sinn entdeckt, da irgendwas zu cutten. Auch wenn ich zwar dreimal gefailt bin an einer Stelle. Nee, aber ich. Nee, das war vorher mit dem Pilz, ne? Ach, kacke. Hier gibt es auch keine Möglichkeit, nochmal hier diesen Pilz zu bekommen, ne? Oh, ganz vorsichtig hier.
Ne, hier kann man den Pilz nicht nochmal bekommen. Ah ne, doch, hier. Oh mein Gott. Aber ich brauche, ich glaube, eine Menge an Sternenmünzen, glaube ich, irgendwie. Nee, ich brauche den Pilz, Oh, wie viel verlangst du? Als würde ich einen Drogendealer fragen, gefühlt, ey. 30, okay, passt. Pilz, hier, genau, maximale Kraft. Das brauche ich jetzt sehr dringend. Sonst überlebe ich im Fight nicht. Auch wenn der nicht so schwer sein wird. Was für eine Verwandlung. Ist ja nichts Besonderes. Du verwandelst dich nur zum Pilz. Ja, machst du nicht. Und da ist er schon. Ja, okay. Ich glaube, den ersten Treffer hat er jetzt schon kassiert, glaube ich. Oh, diese Mini-Wichter, ne? Man muss halt nur auf seine Kreissäge darauf achten. Weil nur diese anderen Viecher nerven halt. Ich glaube, die heißen irgendwie Begum-Männer oder so, glaube ich. Aber gut, dass ich den wenigstens hier sehr gut treffe. Hier, das ist wenigstens gut. Okay, das war's. Perfekt. Perfekt. Sehr schön. Sehr schön. Und ich glaube, das war auch dann der Begumann-König gewesen, glaube ich. So habe ich den Part wahrscheinlich, glaube ich, auch damals benannt. Und so werde ich den wahrscheinlich auch benennen, diesen hier. Das einzige Interessante war vielleicht mein Bossfight jetzt im heutigen Part, lol. Deswegen, ja. Gut, dann machen wir fürs Erste erstmal Schluss. Hoffe, der Part heute hat euch gefallen. Dann lasst es gerne mit einer positiven Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem weiteren Part wieder. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.